Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Jack's Back React. Wir sind hier auf dem Kanal von Waterplay und wir gucken uns auf jeden Fall die 19 kommenden Spiele für den August 2020 an. Mit dabei auch wieder der Blind Spectator Phil. Servus. Und meine Wenigkeit Jack. Also, lasst uns gleich mal loslegen und uns auf ein bisschen Vorfreude vorbereiten. August is looking pretty chill so far, despite being a month where big games rarely come out. Das Enjoy war the summer heat with 19 upcoming titles for this month, all arranged by release dates. Bei mir ist das Ganze ein bisschen games, sehr laut. Check out our website at whattoplay.com. Link in the description box below. Muss ich vielleicht auch ein bisschen leiser machen? Ich muss mal eben ganz kurz, jetzt müsst ihr ja gerade puffern, weil ich habe auf 1080p gestellt. Ja, bei mir ist es schon. So. Und die Werbung kann da auch gerne weg. So. Oh, das sieht aber nach VR aus, oder? Denkst du? Scheinbar nicht. Doch, nee. Aber Stadia, also was für dich, ne? Stadia könnte ich auf jeden Fall ausprobieren, das ist richtig. Aber es sieht auch so aus, als könnte das gut in VR funktionieren. Mhm. Weil du da halt die Hände hast, ne? So ein typisches Puzzle-Ding. Portal-mäßig, ne? Fans of the Talos Principle and The Witness would surely so ein bisschen Sci-Fi-Puzzling, ne? Ja. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, also quasi Wimmelbildspiele für VR oder auch nicht VR-Spieler, Stadia-Spieler, so wie es aussieht. Meet Scully. Ah! Da ist Adventure unten falsch geschrieben, möchte ich an der Stelle mal sagen. Ich glaube aber, dass das wurde auch auf der E3 vorgestellt. Das sah so ein bisschen aus wie Little Big Planet oder sowas in der Richtung. Also dass du mit deinem komischen Totenschädel irgendwie alles Mögliche an Figuren übernehmen kannst. Der rollende Totenschädel hat mich so ein bisschen an Ben & Ed Blood Party erinnert. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Oh, Train Sim World 2, jawohl. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Boah, was ist das denn? Not in service, das ist ja. Ja. Das sind doch einfach nur Bilder, oder? Das ist ja. Wobei, doch, das hier ist in-game, ne? Ich glaube auch, immer leere Bahnsteige. Ah, okay. Oh, das ist ein Anime, ein sehr beliebter. Habe ich tatsächlich noch nicht von gehört und so, aber was ich schon mal sehr gut finde, ist, dass das ein aktives Fight-System ist, ne? Also ja, das Kampfsystem hat mich hier gerade so ein bisschen erinnert mich an Racketeer und sowas, ne? Oder was? Racketeer, ein Item-Shops-Tale. Okay. Ja. Ich kenne jetzt so, ja, so Diablo-mäßig so ein bisschen, ne? Bloß, warte mal. Das war jetzt dumm. Trials of Mana beispielsweise hat auch so ein actionbasiertes Kampfsystem. Mhm, ja. Aber jetzt sind wir ja schon wieder bei quasi Mad Max mit dem Wüsten-Setting. Sah so ein bisschen so aus. Fast and Furious. Kommt wieder ein neuer Film oder so? Bin mir gerade nicht sicher. Wahrscheinlich der 12.000. Ja. Habe ich keinen einzigen gesehen, ne? Ich auch nicht, aber. Wer weiß, vielleicht taugt das Spiel ja was. Oder ist es von LJN gemacht worden? Also, von der Grafik her und auch wie die Personen aussehen und so, hätte ich jetzt dazu tendiert, dass es nicht taugt. Da hätte ich vermutlich eher gesagt, okay, das Ding, das hätte so auch auf der PS3 erscheinen können. Mhm. Aber sollen die Leute Spaß mit haben, die es möchten? Echtzeitstrategie, oder? Ja, Strategie. Total War ist schon eine coole Spieleserie. Das glaube ich wohl. Aber ich weiß nicht, ist schon ewig her, dass ich mal irgendwelche Strategiespiele gespielt habe und in der Regel auch nie kompetitiv und ja, mal gucken, vielleicht wird es ja irgendwann der Fall sein, dass ich mal Command & Conquer ausprobiere mit dir. Mhm. Schauen wir mal.
Aber ich muss sagen, kompetitiv würde ich jetzt Total War auch nicht spielen. Dafür dauert es auch viel zu lang, ne? Mhm. Weil die Echtzeitkämpfe, die man da gerade gesehen hat, sind ja nur ein kleiner Teil eigentlich. Findet ja großteils rundenbasiert auf einer Karte statt. Ja. What? Come on, ey. Muss man das jetzt nochmal re-remastern? Ich habe keine Ahnung, ich habe es nie gespielt. Ich kenne das nicht. Also der erste Teil davon kam glaube ich PS3-mäßig. Hm. Dann gab es das Remake für die aktuellen Konsolengenerationen. Und jetzt machen die noch ein Re-Remake. Ja, wie bei GTA halt auch, ne? Hm. Ja, GTA exklusiv für PS5. Into this dangerous world of Arcanus, full of mystery and danger. Das ist so ein Spiel, das sieht so ein bisschen aus wie früher die alten Shockwave-Spiele, die man im Browser gespielt hat, ne? Ja. Ich meine, der gesichtslose Held, der erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an den Limbo-Helden, der halt komplett nur als Silhouette dargestellt worden ist, aber Limbo war ein geiles Spiel. Sah für mich persönlich jetzt nicht so sehr interessant aus. Auch nicht. Weil es halt einfach sehr viele Spiele in dem Regime gibt. Hm. Golf hingegen ist mindestens genauso uninteressant, wenn nicht sogar noch uninteressanter. Ja, ich bin so bei den Sportspielen meistens eh so ein bisschen raus und gerade Golf. Gegen dich würde ich spielen, aber ich würde damit nicht meine Freizeit verbringen. Ne? Hm. Hm. Ist halt sehr Nische, aber kann man auf jeden Fall machen. Wobei die Charaktere mich eher so an Charaktere aus GTA erinnert haben. Hm. Ah, New World. Um echt zu sein, finde ich, das sieht mega kacke aus, das Ding. Das sieht auf jeden Fall so aus, als könnte das viel Potenzial haben. Aber ich habe keine Ahnung. Zum einen sieht das irgendwie alles sehr low FPS aus. Zum anderen ist das Kampfsystem ist irgendwie echt weird und ich weiß nicht. Es sieht vor allem auch cheap aus. Das sieht halt so tatsächlich aus wie einfach nur eins dieser random kostenlosen MMOs, die du im Internet überziehen kannst. Weißt du, was ich meine? Ich finde, da kommt es eigentlich nicht mehr wirklich ran, weil die sind auch nicht unbedingt schlecht, die kostenlosen MMOs. Ja, da gibt es einige echt gute. Ne? Ja. Und das sieht da halt schon unterlegen aus. Ja. Remastered soll wieder so in so Fußstapfen von Resident Evil und ähnliches. Da gibt es ja schon einen Vorgänger von. Und das ist jetzt die Fortsetzung, so wie es aussieht, ja. Da habe ich erst neulich beim European Speedrun Event habe ich den Vorgängerteil gesehen. Ja, sonst hätte ich den nicht gekannt. Aber es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, aufgrund von, du wirkst nicht absolut wehrlos. Ich mag so Horrorspiele nicht, wo du irgendwie total wehrlos bist. Hm. Crystal Chronicles, ey, fand ich irgendwie, das hat Fans, sage ich jetzt mal, aber ich bin keiner davon. Also es packt mich persönlich schon allein vom Grafikstil her nicht, weil das alles so kawaii aussieht. So. Ich habe nicht mal was gegen kawaii, aber das war irgendwie, ich hatte mehr Final Fantasy erwartet und weniger das als es. Ich hatte das von GameCube, meine ich. Und ja, das war halt nicht, wenn Final Fantasy draufsteht, erwartet man irgendwie Final Fantasy, ne? Und das war halt, nee. Ja, okay. Okay, wieder ein isometrisches Spiel. Isometrisches Horrorspiel, so wie es aussieht, ne? Ich glaube, das war auch im Early Access und das scheint jetzt halt. Hakte der öfter mal bei dem Laufen? Das sah so aus. Hopefully the console versions can enjoy it as it comes out this 27th of August for the Switch, PS4. Keine Ahnung, es sieht irgendwie auch ne. Ja, die meisten isometrischen Sachen, die finde ich eh nicht ganz so toll. Filling your vampire fantasies is this upcoming turn-based strategy card game from Palindrome Interactive. Okay, tut mir leid, bin ich raus. Ist für mich sowas wie XCOM. Finde ich, sieht gar nicht mal so schlecht aus mit Karten und alles.
with a combination of card game combat and empire management, Immortal Realms Vampire Wars is a promising project. Ja, was Karten und so weiter und so fort betrifft, bin ich dann doch eher so der klassische Spieler. Also, dass ich Kartenspiele lieber klassisch spiele oder Boardgames klassisch spiele, als dass ich sie so computerfiziert spiele. Und Captain Tsubasa, so wie es aussieht? Werde ich nachher, das können wir gerne auf Aufnahme lassen, werde ich dir dann noch eine kleine Geschichte über Kartenspiele erzählen. Captain Tsubasa, Rise of New Champions. Oh, die Serie damals, ey. Ich war nie Fußballfan, aber die hat man trotzdem geguckt, ne? Ich habe die nicht geguckt, weil ich die schlechter fand als die Kickers. Ja, die habe ich auch geguckt, ne? Aber Kickers hatte ja auch nur 12 Folgen. Es waren trotzdem die Serien, die man damals geguckt hat. Als Kind war für mich das hier weit näher an der Realität dran als Kickers. Deswegen fand ich Kickers immer cooler. Ja, ich erinnere mich noch, bei Kickers ging es ja um die Teufel, wie hießen sie irgendwie, ganz am Ende, die ja Handspiel gemacht haben bei ihrem Trio-Angriff da, ne? Ach so, klar. Ein Teufelsdreier. Ja, genau, Teufelsdreieck hieß es doch, oder? Ich weiß es nicht. Dreier, nee, Teufelsdreier einfach. Okay, ja, noch perverser als gedacht. Also die Leute zu dritt, die hießen der Teufelsdreier. Alter, das hier ist ja mal... Und der Schuss in der Luft, das war der Dreieckschuss. Das hier ist ja mal... Grafisch sieht es irgendwie sehr hart nach Breath of the Wild aus, ne? Ja, ne? Also durch das Cell-Shading und so weiter und so fort. Ich fand's aber, find's aber jetzt für den Anfang sehr interessant. Ich werde es bloß wahrscheinlich nicht spielen, weil es zu sehr in die Richtung geht. Okay, das ist natürlich nicht die Ingame-Szene, das ist klar. Mhm. Aber wer spielt das? Ich würde sowas spielen. Madden? Ja, klar. Warum? Ich spiel ja kein Mädchensport hier, Fußball oder sowas, sondern American Football. Aber es liegt auch daran, dass ich selber mal American Football gespielt habe. Ja, schon. Ich habe nichts gegen die Sportart, aber die Spiele sind doch voll langweilig. Ja, ich mag auch lieber, um ehrlich zu sein, die aus dem, also auf das, auf den Sport basieren, aber keine offiziellen Mannschaften haben. Die werden dann halt nicht alt und müssen nicht jedes Jahr erneuert werden. Ne? Wie wär's mit Blood Bowl? Das ist wenigstens eine coole Variante davon. Kennst du das? Blood Bowl kenne ich, dachte ich wäre aber so, also vom Namen her kenne ich das. Ich dachte aber, das wäre eher so rundenbasiert. Ist es auch, also sprich, aber immerhin könnt ihr deine Leute sterben und so. Bitte? Ist es auch, aber da können halt die Leute auch sterben und alles, ne? Ja, genau. Das nervt mich schon wieder, dass es rundenbasiert ist. Ich will das selber richtig spielen können. Football ist ja auch fast ein rundenbasierter Sport. Dahingehend kann ich tatsächlich heute auch immer noch nur, wie heißt jetzt, das Blitz The Leech 2 empfehlen. Das war es auf jeden Fall hiermit eben einmal gewesen. Das war schon das Video. 19 Titel, die da drin gewesen sind. Ich fand, die waren jetzt... Nicht so heftig prickelnd. Bahnbrechend gewesen. Ja. Ja, aber was ich sagen wollte, Kartenspiele, ja. Ne? Kennst du Battleforge? Das ist ein Spiel von EA damals gewesen. Battleforge sagt mir was, ja. War ein PC-Spiel, ne? Mit Karten quasi. Du konntest dir dann durch echt Geld quasi, damit du gegen den Computer spielen kannst, zusätzliche Karten kaufen und sowas, ne? Mhm. Ich hatte allerdings halt die Retail-Version gekauft, da hattest du dann schon ein Grundpaket an Karten, ne? Okay. Und konnte ich die Packs halt öffnen, ne, und hatte dann halt die unterschiedlichen Viecher. So, auf jeden Fall war da ein Kumpel bei mir. Der dachte ja, okay, das sieht ja ganz cool aus, ne, und ich hatte auch noch Geld auf meinen Account quasi. Und da hat er sich dann gesagt, ja, okay, komm, ich erstelle ein zweites Profil in dem Spiel, ne. Mhm. Das ist ja auch ohne Passwort und so, das ist einfach nur wie zweiter Account quasi, zweiter Kanal, mehr oder minder, ne. Und hat da dann die Packs geöffnet. Und dann waren die nicht auf mein Hauptprofil auch. Sondern die waren dann nur auf dem Profil. Und das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, EA, Alter, ihr habt den Schuss nicht gehört. Okay. Ja, das ist natürlich Mist dann in dem Fall. Ich weiß nicht, es gab ja auch mal eins, was für die PS3 rauskam. Da war eine Halterung bei für die PS3 Cam. Mhm. Und dann hast du die Karte vor die Kamera gelegt und die Figur auf der Karte wurde auf dem Fernseher zum Leben erweckt. Ah, quasi so ein AR-Ding, wie es die DS ja auch hatte, ne?
Ja, genau. Das war so ein AR-Ding. Bloß dann hattest du halt, wie gesagt, so im Spiel, da sind die aus der Karte rausgewachsen und da hast du dann quasi deine Kämpfe sozusagen mitgemacht. Das ist natürlich schon cool, Ich wie weiß jetzt Skyland gerade das nicht mehr, wie auch es und heißt. so, ne? Genau. Aber das ist halt immer so dieses, wenn sie halt Videospiel und Echtspielzeug miteinander verbinden, das Es ist hat auch halt so eine immer so ein, Sammlersache. Ne? es hat halt auch immer so einen Abzugfaktor, ne? Das ist Definitiv, halt. hat auf jeden Fall so mit, also so einen Fadenbeigeschmack, würde ich sagen. Das letzte war ja gewesen von Ubisoft, das Raumschiffspiel. Das, was auf der Switch rauskam, Ja, oder? unter anderem. Ja. Das habe ich auch hier, aber mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Und ja, da konnte man ja auch die Einzelteile von den jeweiligen Raumschiffen nochmal extra mit dazu holen. Und austauschen, ja, Und genau. ganz genau. Also ich habe da nur die Switch-Version von aufgrund dessen, weil ich wollte ganz gerne den Starwing dabei haben. Und das war es eigentlich gewesen. Aber so viel auf jeden Fall dazu. Also es waren auf jeden Fall interessante Sachen dabei gewesen, die uns in dem August erwarten. Guckt natürlich auch gerne auf dem Waterplay-Kanal vorbei oder natürlich auf unserer beider Kanäle, wenn ihr weitere Reacts von uns sehen wollt. Hinterlasst uns gerne dazu ein Feedback und wir sehen uns beim nächsten React wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.